Man sieht es auch, 10 Wochen nach der Katastrophe ist im Ahrtal halt noch so viel zu tun. Und Volker Wallmöhr, der steht jetzt in der Nähe dort in Neuwied, in einer Gemeinde, die vor Ort immer noch aushilft. Volker, ist ja unfassbar eigentlich. Warum ist das nötig, dass da immer noch Essen gespendet werden muss? Ja, das ist immer noch notwendig, weil viele Gasanschlüsse und viele Stromanschlüsse im Ahrtal nicht funktionieren. Und hier in Neuwied, in dieser Moschee, wird schon seit 6 Uhr heute Morgen gekocht. Die also mindestens genauso viel Betrieb wie bei euch im Sendezentrum. Hier werden 400 Portionen Reis, Kichererbsen und Hähnchenfleisch gekocht. Und die werden dann am Mittag mit einem Transport ins Ahrtal gebracht. Und bei mir steht der Imam der Gemeinde, Imam Mahmoud Mali. Herr Mali, hier steht auf Ihrem T-Shirt drauf, wie alle sind Deutschland. Was steckt dahinter? Warum macht man das? Im Islam heißt es, die Loyalität zum Heimatland ist ein Teil des Glaubens. Und zum Heimatland oder zum Land gehören auch die Bewohner dieses Landes. Und auch dieser Spruch, wir sind alle Deutschland, wir machen das aus Liebe zu diesem Land, zu den Menschen. Und das ist ein fester Bestandteil im Islam, dass man den Menschen hilft. Ja, ist diese Hilfe noch wirklich notwendig? Brauchen die Menschen noch wirklich ihre Unterstützung? Ja, es ist in der Tat so, dass wir ja seit Anfang schon dabei sind. Sehr viele kennen uns schon, kontaktieren wir auf Facebook, über WhatsApp, über verschiedene andere Social-Media-Kanäle und sagen dann auch, wie viel Bedarf da ist. Und so können wir das immer gut abschätzen, aber es ist auf jeden Fall immer noch Bedarf da. Und das liegt daran, eben weil viele Stromanschlüsse noch nicht da sind, weil viele Gasanschlüsse noch nicht da sind, weil es keine Herde gibt, weil alle Küchen zerstört sind. Und wie das genau aussieht, wie dieses Essen, das jetzt hier zubereitet wird, ins Ahrtal kommt, das kann man heute Mittag auch noch regeln um 12, denn wir werden dieses Team begleiten und zeigen, wie die Menschen dankbar sind, wenn sie 10 Wochen nach der Flut noch immer essen bekommen. Volker, danke dir dafür. Dankeschön nach Neuwied. Man sieht es im Hintergrund, da wird so viel gewuselt und das um 7.17 Uhr. Ich glaube, da ist fast mehr los als hier bei uns im Studio. Danke dir dafür. Und ein Gebet morgens um 6 in der Küche einer Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde in Neuwied in Rheinland-Pfalz. Dann kochen die Männer 400 Portionen Reis und Kichererbsen, wahlweise vegetarisch oder mit Huhn, für die Menschen in den Hochwassergebieten. Wir sind alle Deutschland, wir machen das aus Liebe zu diesem Land, zu den Menschen. Und das ist ein fester Bestandteil im Islam, dass man den Menschen hilft. Heute wird das 50 Kilometer entfernte Maischoss versorgt. Auch 10 Wochen nach dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal sind die Helfer und viele Einwohner noch immer auf warme Mahlzeiten von außerhalb angewiesen. Wir haben keinen Strom, kein Wasser, kein Gas, keine Heizung, keine Toilette. Dann ringt der Rentner mit den Tränen. Vor 30 Jahren hatte er schon mal bei Null angefangen, als Kriegsflüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien. Zweimal im Leben getroffen, das ist schwer. Das erste Mal war ich 40, da war nicht so tragisch. Aber ich bin 72, das geht nicht mehr so. Das Hochwasser hat den Maischoss 160 von 350 Häusern schwer beschädigt. Die Aufbauhilfe des Bundes soll jetzt 80% der Reparaturkosten abdecken. Die Politik muss ihre Versprechungen, die sie uns jetzt vor der Wahl gibt, auch nach der Wahl einhalten. Wiederwehren? Da fürchte ich, ja, dass sie helfen bei dem Wiederaufbau. Und ich hoffe, dass keine Gelder verschleudert werden, sondern bei diesen Leuten ankommen, die die Hilfe brauchen. Und hier wird jede Menge Hilfe gebraucht. Dem Bürgermeister von Maischoss sind die Köche aus der Moschee willkommen. Besserwisser aus Landes- und Bundesbehörden dagegen nicht. Er will seinen Ort nicht einfach nur neu aufbauen, sondern zu einer klimaneutralen Mustergemeinde machen. Sofort. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, da müssen wir nicht warten, bis Programme in Berlin oder wo auch immer abgesprochen werden. Die sollen das umsetzen, was wir ihnen vorschlagen. Wir werden das sehr schnell machen, in Maischoss. Der Kampf gegen die Folgen der Flut kostet Kraft. Die größte Kraftquelle bleibt bislang die ungebrochene Solidarität der Helfer aus allen Schichten, aus vielen Nationen. Die kommen her und bringen Gastfreundschaft ins Tal. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ja, aber es ist so. Er bringt seine Kultur, sein Essen, sein Strahlen, sein Lachen, kann man nicht beschreiben. Kann man nur eines drauf spielen.